Der kilometerlange Strand fasziniert und ist ein Markenzeichen Sülz. Doch jedes Jahr verliert genau dieser Unmengen an Sand. Seit den 70er Jahren gibt es daher Sandvorspülungen. Bei einer Fahrt entlang der Strände begutachteten die Küstenschützer des Landes am Montag die Schäden und legten fest, wo 2017 welche Menge Sand wieder aufgespült wird. Das Fazit fällt dabei gut aus. Wir haben eine Sturmflut gehabt zu Weihnachten 2016 und die alle nachfolgenden kleineren Sturmfluten waren so beschaffen, dass sie den Strand nicht mehr großartig haben verändern können. Also insofern sind die Strände in einem guten Zustand. Trotzdem sollen rund 1,7 Millionen Kubikmeter Sand vor die Küste gepumpt werden. Und das ist teuer. Sand wird aufgespült und das kostet Millionen. Und manchmal ist der Sand wieder weg nach einer Sturmflut. Und viele Leute fragen sich, ist das notwendig? Und im Kabinett muss ich das auch immer verteidigen von meinen Kollegen, die sagen, boah, schon wieder eine Million für Sylt, für Sand. Der dann für Sand, kann doch nicht euer Ernst sein. Sylt ist eigentlich der vorgelagerte Wellenbrecher fürs Festland. Wenn wir das hier nicht machen würden, müssten wir unendlich viel mehr Geld ausgeben, um die Energie des Meeres dann an der letzten Küstenlinie, an der letzten Deichlinie rauszunehmen. Außerdem sichern die Vorspülung die Ortslagen von List, Westerland, Hörnum und Kampen. Aber erstmalig werden auch 400.000 Kubikmeter als Vorrat für Föhr vor die Sylter Strände gepumpt. Die Strömung soll dann ihr Übriges tun und den Sand weiter transportieren. Das Naturschutzgebiet Hörnum-Odde bekommt, wie auch in den letzten Jahren, keinen neuen Sand. Die Arbeiten sollen voraussichtlich ab Anfang Mai beginnen.